Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund, hallo, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem GAL Global Animal Law Projekt. Sind Sie interessiert an den Hintergründen? Los geht's. Tiere haben häufig ein tolles Leben auf der Welt. Die meisten Tiere allerdings leiden und leiden heftig, wir wissen es. Lassen Sie uns unser Projekt erklären, wie wir mit Hilfe des Rechtes das Tierlos verbessern können. Wir sind Tierjuristen und glauben an das Recht und an die Wirksamkeit des Rechtes für eine bessere Mensch-Tier-Beziehung. Mit dem GAL-Projekt von Global Animal Law sammeln wir die Gesetzgebungen weltweit und setzen uns für eine Verbesserung der Gesetzgebung ein, auch dass sie besser durchgesetzt werden. Der Schlüssel, das Herzstück unserer Webseite ist die Matrix. Die Global Animal Law Matrix enthält Vorschläge, wie es dem Tier besser gehen soll. Auf lokaler Ebene, in unserem Städtchen, in der Gemeinde, im Bundesland, in ganz Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, in der EU, international und universal. Wir haben uns aufgeteilt in die Bereiche von Gesetzgebung, Durchsetzung, was kann besser gemacht werden, wie kann man es überhaupt verbessern, das System, und wie können wir die Erziehung verbessern. Und zwar aufgeteilt in kurzfristige Ziele, mittelfristige, moderne, visionäre Ziele und Utopien. An dieser Matrix können auch Sie mitwirken und dafür sorgen, dass es immer die aktuellsten Wissensstände und Forderungen wieder gibt. So können wir uns für das Tier im Recht weltweit und auch auf lokaler Ebene einsetzen. Das ist Roxy. Roxy steht als Heimtier für ein eigentlich glückliches Leben. Heimtiere könnten auf die Nähe der Menschen ganz gut zählen. Allerdings wissen wir um die Probleme rund um die Heimtiere genügend. Katzen und Hunde werden teils unter bedenklichen Bedingungen gezüchtet, werden scharf erzogen, werden, gerade bei Hunden, werden leider häufig vernachlässigt, haben zu wenig Sozialkontakt, leben im Dunkeln, werden falsch gefüttert, werden überfüttert und von daher haben auch Heimtiere einen Anspruch auf einen besseren Schutz vor dem Menschen. Pigli steht als Schwein für die landwirtschaftlichen Nutztiere. Auch hier wissen wir um die teils bedenklichen oder abstoßenden Praktiken in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Wir wissen um Schlachtmethoden, die nicht immer greifen. Wir wissen um lange Transportwege, bevor die Tiere geschlachtet werden. Und gleichwohl meint der Großteil der Bevölkerung das Ganze unter Verdrängung der tatsächlichen Verhältnisse vertilgen zu dürfen. Die landwirtschaftlichen Nutztiere haben auch deshalb einen schweren Stand, weil weltweit damit gerechnet werden muss, dass deren Anzahl zunimmt, obschon wir jetzt im deutschen Sprachraum davon ausgehen, wir bräuchten weniger landwirtschaftliche Nutztiere. Ein Einstehen auch für diese Tiere ist Gebot. Speedy steht als Sporttier für Pferde, für Hunde, für die anderen Tiere, die wir zu Sportzwecken einsetzen. Man könnte meinen, diese Tiere hätten genügend Bewegung zumindest und die Halterinnen und Halter wären auch wirtschaftlich und ideell an ihnen besonders interessiert. Nicht immer ist das der Fall. Was die Erziehung von Pferden anbelangt, werden teils altmodische, um nicht zu sagen mittelalterliche Praktiken unfreundlicher Art angewandt, werden Schlittenhunde manchmal zwar sozial, aber mit zu wenig Bewegung gehalten oder dann überanstrengt. Nicht mehr brauchbare Tiere werden herzlos einfach entsorgt und getötet. Das Einsetzen von Sporttieren, auch das ein Projekt von GAL.
Maisi als Versuchstier hält seinen Kopf hin, ob es will oder namentlich nicht will, für Versuche am Tier. Die Versuche verfolgen zum Teil Ziele, hinter denen wir nicht stehen können, deren Inhalte auf den Menschen nicht übertragbar sind und deren Leiden manchmal ganz erheblich gleichsam über dem erträglichen Maß stehen. Wir wissen von Primaten, von Hunden und Katzen und nicht bloß von Ratten und Mäusen, die als Versuchstiere in zum Teil sehr beengten, altmodischen Verhältnissen gehalten werden. Wenngleich derzeit das Versuchstierthema etwas aus dem Radar gelangt ist, sich hierfür einzusetzen, weltweit, damit es auch nicht zu Verschiebungen kommt, ist Pflicht und Teil des Geldprojektes. Wie schön hat es doch Bambi in Freiheit als Wildtier, meint man. Die Zonen, in denen die Wildtiere geschützt sind, nehmen ab. Die Praktiken in der Jagd sind gar nicht immer etwa weitgerecht und tierfreundlich. Allzu häufig werden Tiere angeschossen liegen gelassen, an Gefahren liegen gelassen werden, was Wildtiere anbelangt. Die Weltmeere überfischt, die Fische werden immer kleiner infolgedessen, wenn es überhaupt langfristig noch Fische hat, wird ein großer Teil der Fische beigefangen, auch Delfine werden beigefangen und erleiden einen qualvollen und vor allem unnützen Tod. Und die Zirkustiere und die Zootiere sind in diesen Etablissements auch dann, wenn wir diese längst verlassen haben. Tiere haben Interessen und Bedürfnisse. Sie versuchen sich Raum zu verschaffen, diese zu äußern, doch allzu häufig leider sind uns Menschen, deren Bedürfnisse nicht bekannt, gehen wir über diese hinweg und haben wir es versäumt, Tiere lesen zu lernen und deren Bedürfnisse zu erkennen und deren Bedürfnisse tatsächlich den Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Lieb zu Tieren zu sein ist schön, reicht aber nicht aus. Ein Großteil der Tierschutzwidrigkeiten, der Tierquälereien, findet hinter verschlossenen Türen statt. Tiere werden häufig vernachlässigt, nicht unbedingt absichtlich gequält, erleiden einfach ein stummes, stumpfes Leben. Und gerade auch für die Tiere außerhalb unseres Sehbereiches einzustehen, in den Ställen, in den Versuchstierhaltungen oder auch in den zoologischen Gärten weltweit, hierfür aufzustehen, hierfür braucht es mehr Aufmerksamkeit und Projekte wie zum Beispiel unseres. Geld regiert die Welt, Tiere bezahlen den Preis dafür. Wir wissen es, dass es vor allem wirtschaftliche Interessen sind, die sich gegen die Tiere wenden, mehr Platz den landwirtschaftlichen Nutztieren einzuräumen. Diese Zeche muss der Konsument bezahlen, der Tierproduzent möchte das nicht unbedingt. Tierhalterinnen haben einen Grundrechtsanspruch auf Geld machen zu dürfen, man spricht von der Wirtschaftsfreiheit. Wir haben die persönliche Freiheit, jagen zu dürfen, fischen zu dürfen. Wir haben auch die Religionsfreiheit, Tiere nach bestimmten Vorstellungen schlachten zu dürfen, das sind Grundrechte des Menschen. Wenn wir wollen, dass es den Tieren besser geht, müssen wir auch den Tieren in der Verfassung einen Platz einräumen und dafür sorgen, dass die Gesetzgebung und deren Durchsetzung die Interessen des Tieres gleichermaßen berücksichtigt wie die Grundrechte des Menschen. Unser Ansatz ist, Mehrheiten zu stärken und nicht Minderheiten zu schwächen. Wir wollen Mehrheiten stärken im Parlament, beim Gesetzgeber, in der Regierung, auf lokaler Ebene, auf der Ebene des Bundeslandes. Wir brauchen Mehrheiten, damit die Gesetze tierfreundlicher werden. Wir müssen manchmal Abstand nehmen von unseren eigenen Wunschvorstellungen, wie wir die Welt gerne sehen, denn solange wir keine Mehrheit haben
im Parlament hierfür, solange wir nicht mit Lösungen kommen, die tatsächlich vom Großteil der Bevölkerung mitgetragen werden, so lange wird das Gesetz nicht geändert. Deshalb ist unsere Forderung, Mehrheiten zu stärken für tierfreundliche Gesetze. Wenn wir lange genug dranbleiben, dann können wir unsere Wunschvorstellungen vielleicht auch mal in ein Gesetzesprojekt packen und umsetzen. Was nützen Gesetze, wenn sie nicht angewandt, wenn sie nicht durchgesetzt werden? Tiere brauchen eine Stimme vor Gericht. Als Tieranwalt, der ich 3 Jahre lang war, weiß ich, wenn die Tiere einen Anwalt, eine Anwältin haben, eine Stimme vor Gericht, wird das Gesetz ernster genommen, fallen die Strafen abschreckender aus, kommt es weniger zu Einstellungen von Verfahren und findet ein Umdenken bei Staatsanwaltschaften, bei Polizisten und bei Gerichten statt. Deshalb brauchen Tiere eine Stimme vor Gericht. Braucht es Tieranwälte, braucht es Tierschutzorganisationen, die diese Stimme erheben, reichen etwa immerhin Veterinärbehörden aus in Straf- und Verwaltungsverfahren. Eine Vielzahl dieser Lösungsansätze finden sich auf unserer Webseite und können angewandt werden und übernommen werden. Weshalb schützen wir eigentlich Tiere? Darüber haben sich große Denker schon Gedanken gemacht, unter anderem Jeremy Bentham vor mehr als 200 Jahren. Er hat gesagt, wir schützen Tiere, weil sie leiden können. Soweit so gut, selbstverständlich, wir bestrafen Tierquäler, so soll es sein. Im selben Jahr allerdings hat der dänische Philosoph Laurits Smith die Forderung aufgestellt, Tiere zu schützen, weil sie eine Würde haben, weil sie einen Eigenwert haben, weil sie so zu schützen sind, wie sie sind. Nicht bloß gegen Schmerzen, Leiden, Schäden und Ängsten, sondern in ihrem Anspruch, so zu sein. Wie würde die Welt ausschauen, hätten wir damals nicht auf das Schmerzkonzept gesetzt, sondern auf den Würdebegriff, wären jetzt nicht solche landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen oder Versuchstierhaltungen gar nicht erst entstanden, hätten wir im Tier viel mehr gesehen als bloß ein reines Objekt? Ich denke schon. Deutschland, Österreich, die Schweiz spielen eine Vorreiterrolle in Fragen des Sachstatus am Tieren. Wir wissen es, im Gesetz gilt das Tier nicht mehr als Sache. Es gilt als empfindungsfähiges Lebewesen und wir haben Objekte, wir haben Tiere und wir haben Menschen. Was uns jetzt selbstverständlich erscheint, ist in einem überwiegenden Teil der ganzen Welt noch eine Utopie. Lasst uns anderen Staaten via Geldprojekt helfen, den Sachstatus an Tieren zu verbessern, dass Tiere auch in Frankreich, in Italien, in Amerika nicht mehr als reines Objekt gelten. Das bildet eine wichtige Grundlage für weitere Verbesserungen im Tierschutzgesetz oder in der Verfassung. Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Es ist deshalb durchaus wichtig und angezeigt, dass wir von Utopien sprechen. Wie stellen wir uns als Staatsbürger, als umsorgende, tierfreundliche Menschen das Verhältnis zum Tier vor, wie es sein könnte? Diese Gedanken sind durchaus wichtig. Utopien sind zum Beispiel die Vorstellung, dass Tiere Rechte haben. Rechte im rechtlichen Sinn, einen Rechtsanspruch darauf, dass man sie in Ruhe lässt, einen Rechtsanspruch, dass man sie gut behandeln muss, einen Rechtsanspruch, den sie durch Anwältinnen und Anwälte vor Gericht bis zu den höchsten Gerichten vertreten dürfen. Wir wissen etwas wenig Bescheid, worin diese Grundrechte für Tiere überhaupt bestehen. Geht damit zwingend einher, dass wir Tiere gar nicht mehr nutzen dürfen, dass wir kein Leder tragen dürfen, dass wir vegan essen müssen, oder können wir diese Rechte der Tiere
und zwar unter welchen Bedingungen, einschränken. Das ist eine solche Utopie. Tiere können durchaus als Personen gelten. Das ist eine andere Utopie. Was heißt das? Natürlich können sie nicht heiraten, aber Personen können nicht einfach verkauft werden. Was bedeutet das für eine Gesetzgebung, wo doch Kauf und Verkauf gut geregelt ist? Gelten andere Bestimmungen für Tiere? Wie gehen wir dann mit den Tieren um? Alles Utopien, wenn wir uns mit denen befassen und Lösungen ausarbeiten, die wirklich tierfreundlich sind und von einer Mehrheit getragen werden können, dann können Utopien plötzlich visionäre Ziele sein und dann plötzlich langfristige Ziele, die wir eines Tages durchaus umsetzen können. Utopien spielen in unserem Geldprojekt eine wichtige Rolle und können nicht a priori einfach als lächerlich, illusorisch oder menschenfeindlich abgetan werden. Erfinden wir die Zukunft neu? Wie wollen wir die Zukunft sehen? Können wir mitgestalten? Wollen wir Freundschaft von Mensch und Tier hinwirken? Ich denke, wenn wir alle weltweit dieses Verständnis haben, wenn wir alle auf den guten Bestimmungen aufbauen, die bereits bestehen, wenn wir wissen, wie wir die Gesetze dann tatsächlich umsetzen können, wenn wir überzeugt sind, dass Gesetze auch gegenüber denen durchgesetzt werden können, die eine andere, namentlich weniger tierfreundliche oder tierhassende Haltung vertreten. Wenn wir das sehen, bin ich der Auffassung, haben wir den Grundstein gelegt für eine Mensch-Tier-Beziehung in Recht auf freundschaftlicher, respektvoller Ebene. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind Prinzipien, nach welchen wir in unserem Geldprojekt arbeiten. Die Freiheit des Menschen besteht darin, Gedanken zu äußern, Gedanken zu fassen, die Freiheit in der Meinungsäußerung. Tiere haben das Interesse an Freiheit aus den Ställen, an besseren Bedingungen als Versuchstiere, Freiheit, das Tageslicht zu sehen, sich mit anderen Tieren austauschen zu können. Equality, die Gleichheit, steht dafür, dass alle Vorschläge, die aus dem Kreise von Tierjuristinnen und Juristen kommen, gleichwertig sind. Egal, ob eine Studentin, ein Rechtsprofessor hier Vorschläge bietet, über eine Reflexionsschleife, über ein Steering Committee, über ein Überwachungsgremium werden die besten Vorschläge geprüft und die besten Vorschläge ersetzen diejenigen, die jetzt Sabine Brels und ich gemeinsam erarbeitet haben. Nur so ist Fortschritt möglich, wenn wir den Kreis der Mitwirkenden breit ziehen. Brüderlichkeit besteht im Denken, dass nicht bloß alle Menschen Brüder sind, wie es Schiller geschrieben hat, sondern dass wir unseren Begriff der Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit weit fassen und uns sagen, auch die Tiere gehören in unser gesamtgesellschaftliches Boot. Tiere und Menschen sind meiner Auffassung nach nicht eins zu eins gleich, aber Tiere gehören in einen Status, von dem wir Menschen sagen können, damit können wir gut leben und sind wir mit den ethischen Prinzipien in Übereinstimmung. Leibniz schrieb im Jahre 1700 und sagte das auch anlässlich seiner Vorlesung: Theoria cum praxi, jede Wissenschaft ist auf ihren Nutzen auszurichten. Was nützen den Tieren Laufmeter von gescheiten Büchern aus 2-3 Jahrhunderten? Ganz wichtig ist es, dass wir jetzt endlich mit praxisbezogenen Gesetzen aufwarten, mit Strukturen, die wir umsetzen können, dass wir das aber auch begründen können und auf diese Bücher abstützen können. Wir gründen auch auf die Tierschutzgesetze ab, wie sie weltweit bestehen. Deshalb ist auf unserer Matrix auch eine Datenbank zu finden mit sämtlichen
Tierschutzgesetzgebungen der ganzen Welt. Dies ist weltweit, dünkt mich, einzigartig, weil aktuell, klar und durchsichtig und, ich habe mir gesagt, wer von A nach B gehen will, muss wissen, wo A liegt. Wir können nicht Gesetze verbessern, wenn wir nicht wissen, was schon in den Gesetzen ist. Nicht zu vergessen auch, dass 2/3 der Staaten auf der Welt gar keine Tierschutzgesetze kennen und deshalb es wichtig ist, dass wir denen auf die Sprünge helfen. Auf wissenschaftlicher Grundlage, mit kühlem Kopf, wenngleich selbstredend, mit warmem Herzen. Lasst uns global für den Schutz der Tiere aufstehen. Wir, das sind Sabine Brels, eine Jus-Studentin, die derzeit in Montpellier und Kanada ihre Doktorarbeit zum Thema Tier im Recht global schreibt. Sie unterstützt mich, der ich mich seit 30 Jahren für das Tier im Recht und Ethik einsetze, zahlreiche Bücher geschrieben habe, das an Universitäten gelehrt habe, an Gesetzgebungsprojekten tätig sein durfte und namentlich während 3 Jahren Tieranwalt war, weltweit einzigartig, Tieranwalt war im Kanton Zürich, die Tiere vor Gericht, vor Strafverfolgungsbehörden vertreten konnte und deshalb ganz genau in die Umsetzung von Tierschutzgesetzen blicken konnte. Wir beide hatten die Idee, das Geldprojekt zu starten. Jetzt sind wir auf den Beitrag von anderen dringend angewiesen und freuen uns darauf. Wir möchten euch herzlich um Ihre Unterstützung bitten. Die kann darin bestehen, dass Sie bessere Vorschläge einbringen auf der Matrix. Sie kann darin bestehen, dass Sie auf den Erkenntnissen von globalanimallaw.org aufbauen bei Ihrer Gesetzgebungs-, bei Ihrer politischen Arbeit. Sie kann darin bestehen, dass Sie mit Freundinnen und Freunden sich darüber austauschen und so Kernzellen bilden für eine Besserstellung des Tieres im Recht, lokal oder in der Ebene des Bundeslandes oder im Ausland. Ganz besonders aber auch sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Je mehr Mittel wir haben, desto konkreter können wir auf die Bedürfnisse von Politikern, von Tierschutzorganisationen, von Tierhaltern eingehen und können wir tatsächlich auch helfen, dass es dem Tier im Recht weltweit von lokal bis global, kurz bis langfristig und utopisch besser geht. Hierfür danken wir Ihnen von ganzem Herzen.